Wie ist es für jemanden, um ein längeres Leben zu bitten? Es ist, dieses Dua wird oft ausgesprochen. Man sagt zu jemandem, Atalallahu baqa'ak, Atalallahu umrak. Möge Allah dein Leben verlängern, dein Leben verlängern, deinen Aufenthalt im Diesseits verlängern. Ist das legitim oder nicht? Ein Al-Bukhari hat in seinem Sahih, also in dem Sahih Bukhari, ein Kapitel mit dieser Überschrift. Die Überschrift lautet so ungefähr: Das Bittgebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam für seinen Dienstjungen, damit ist Anas gemeint, um ein längeres Leben. Diesen Vorfall hatten wir schon mal erwähnt, wenn ihr euch erinnert, dass die Mutter von Anas zum Propheten sallallahu alaihi wasallam sagte, sie bat ihn darum, für seinen Dienstjungen einige Bittgebete zu sprechen. Darin sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam unter anderem, möge Allah dein Leben verlängern und dein Vermögen segnen und dich mit Kindern segnen. Naja. Also das ist legitim. Ich habe eben vor kurzem den Hadith von Uqba erwähnt, was er zu dem Dhimmi gesagt hat. Richtig? Das war das Gleiche.